Guten Morgen in die Runde. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier zur Pressekonferenz von IPP. Wir stellen heute die Pfadfinderstudie vor, eine Studie, die jetzt 3 Jahre bei uns im Haus als Projekt war. Mein Name ist Sebastian Mayer und meine Kollegen vom IPP, Geschäftsführung Helga Dill, das Expertenteam Dr. Peter Kaspari, Dr. Tinka Schubert und von Dissens unser Kooperationsinstitut Bernhard Könicke. Wir werden es direkt, um die Zeit zu nutzen, zu den Ergebnissen kommen. Alle Informationen zum IPP, zu Dissens, auch zum BDP entnehmen Sie bitte den Pressematerialien. Nach der Ergebnisvorstellung um 10.30 Uhr mit der Veröffentlichung des Berichts wird Frau Rulig die Möglichkeit bekommen, Worte zu sprechen. Danach wird der Bundesvorstand die Möglichkeit bekommen und danach eröffnen wir auch für Sie über den Livestream die Fragerunde und bedanken uns schon jetzt ganz herzlich für Ihr Interesse. Besten Dank. Ich übergebe Dill. Ja, herzlichen guten Morgen auch von mir. Wir stellen Ihnen jetzt in einer halben Stunde etwa die Ergebnisse unserer Studie knapp vor. Die Studie selber ist dann im Internet herunterzuladen ab 10:30 und auch zu lesen. Es sind nur 480 Seiten. Deswegen haben wir auch eine etwas knappere Ergebnisvorstellung. Ich fange an, erzähle Ihnen ein bisschen was zur Ausgangslage, unserem Vorgehen, den erhobenen Daten und eine Einordnung dazu. Dann übernimmt mein Kollege Dr. Peter Kaspari für die Hintergründe und die Empfehlungen, die wir abgeleitet haben. Ja, zum Ausgangspunkt. Im BDP, im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, gab es schon seit mehreren Jahren Vorarbeiten zur Aufarbeitung, zur Aufdeckung und Aufklärung von sexualisierter Gewalt. Es gab verschiedene Gremien und Arbeitskreise und die Diskussionen führten dazu, eine externe Aufarbeitung doch zu beauftragen. Und das haben wir dann übernommen. Die Projektlaufzeit war von 2021 bis 2023. Unsere Hauptforschungsfrage war, welche Formen und welches Ausmaß an sexualisierter Gewalt im BDP lassen sich belegen, insbesondere in dem Zeitraum 1976 bis 2006. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben auf jeden Fall Archivbestände gesichtet und fallbezogen Archivmaterial ausgewertet in verschiedenen Archiven. Wir haben einen Aufruf zur Mitwirkung veröffentlicht. Und wir haben, das war der Hauptteil unserer Arbeit, wir haben problemzentrierte, leitfadengestützte Interviews geführt mit Zeitzeuginnen, Zeitzeugen, mit Schlüsselpersonen im Verband und mit Betroffenen sexualisierter Gewalt im BDP. Dazu kamen noch Expertinneninterviews. Wir hatten eine Begleitgruppe, die unseren Prozess, unseren Forschungsprozess begleitet hat. Und in dieser Begleitgruppe waren Vertreter des BDP, externe Beratende, auch Wissenschaftler und Experten. Und wir hatten auch mit Frau Rulig, die Sie nachher noch kennenlernen werden, auch eine Betroffene in der Begleitgruppe, die uns beraten hat. Ja, jetzt zu den Daten, zum Ausmaß. Wir haben insgesamt 74 Meldungen bekommen. Das heißt, Meldungen heißt Menschen, die sich auf unseren Aufruf hin gemeldet haben, um uns zu erzählen, zu berichten, was sie erlebt, gesehen oder beobachtet haben. Davon waren 33 Betroffene von sexualisierter Gewalt, 31 Zeitzeuginnen, Zeitzeugen und 10 Schlüsselpersonen. Wir haben auch anonyme Meldungen bekommen,
zum Beispiel Briefe, in denen auch zum Teil schwere Formen von sexualisierter Gewalt geschildert wurden. Aber nicht alle diese Meldungen haben zu einem Interview auch geführt. Es gab zum Beispiel auch die Befürchtung, identifiziert werden zu können, dass die Anonymität nicht gewahrt werden kann, oder auch Vorbehalte gegen die Studien. Wir haben vorwiegend Meldungen aus Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz bekommen. Manche Bundesländer waren fast gar nicht vertreten, fast oder gar nicht vertreten, nämlich Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das heißt, es haben sich aus diesen Bundesländern keine Personen bei uns gemeldet für Interviews. Das, genau, Gründe dafür kann man nicht erlegen. Ja, wir haben 56 Interviews geführt, letztlich aus diesen Meldungen mit 60 Personen. Das heißt, es waren Interviews auch mit zwei Personen gleichzeitig. Die meisten wurden online geführt oder telefonisch. Das hatte aber auch etwas damit zu tun, dass unser Forschungszeitraum voll in die Pandemie gefallen ist, dass wir Corona-bedingt keine Präsenzinterviews oder nur wenig Präsenzinterviews führen konnten. 26 dieser Interviews haben wir mit Betroffenen geführt. Danke. Und das ist etwa eine Gleichverteilung zwischen männlichen und weiblichen Interviewpersonen bei den Betroffenen. Das Ausmaß der sexualisierten Gewalt, wir haben jetzt hier nochmal unterschieden in dieser Tabelle. Es gab Meldungen, die sich auf den BDP bezogen haben und auf unseren Untersuchungszeitraum. In dieser Kategorie haben wir 36 Beschuldigte benannt bekommen und 103 Betroffene. Es gab aber auch noch Meldungen, die sich auf einen anderen Zeitraum bezogen haben oder auf andere Verbände oder auch Meldungen, wo es nicht ganz klar war, in welchem Zeitraum das stattgefunden hat und in welchem Verband, sodass wir insgesamt, wenn wir das alles mit einbeziehen, auf 74 Beschuldigte kommen und 149 Betroffene. Man kann aber davon ausgehen, dass das natürlich nur das Hellfeld ist. Wir schätzen schon, dass es ein großes Dunkelfeld gibt und denken, Gründe dafür sind überdauernde Loyalitäten gegenüber der eigenen Pfadfindergruppe, also nicht Nestbeschmutzer sein wollen, Aufrechterhaltung eines idealisierten Bildes der Pfadfinder, dann auch Schutz von Täterinnen und TäterInnen und Mitwissenden oder auch Angst vor den Tätern, Schwierigkeiten bei der Einordnung sexueller Erfahrungen und ein Verschweigen eigener Mitwisserschaft und Täterschaft, also auch eigene Schuldgefühle. Und eine Torpedierung der Aufarbeitungsbemühungen des BDP. Also nicht mitgehen wollen mit dem, was der Verband an Aufarbeitung versucht. Die erhobenen Daten haben sich quasi auf alle Phasen unseres Untersuchungszeitraums bezogen. Es ist ein knappes Drittel aus den 90er Jahren, ein Viertel aus den 80er Jahren. Rund 20% aus den Nullerjahren und 17% beziehen sich noch auf die Zeit davor. Ohne Zeitangabe hatten wir auch 8% der Meldungen.
Wenn man jetzt auf die Täter schaut, wir haben zwei exemplarische Prototypen gefunden. Das eine, ich gendere jetzt nicht, weil es sich hier tatsächlich um männliche Täter handelt. Das eine ist der ältere erwachsene Pfadfinder, der sich auch im Verband unentbehrlich gemacht hat, überall dabei ist. Und die jugendlichen, jungen Erwachsenen, der seine Macht als Leitungsperson benutzt und Jüngere sexuell ausbeutet. Wenn man dann nochmal schaut, was waren sozusagen die riskantesten Orte, passiert ist sexualisierte Gewalt im Lager, im eigenen Stamm oder auf Reisen, bei Stammestreffen, bei Treffen mit anderen Stämmen oder Bünden, aber auch in privaten Situationen, also beim Täter zu Hause, beim Schwimmen, im Auto, wenn die Kinder abends nach Hause gebracht wurden oder auch im Rahmen von Spielen und Ritualen. Jetzt übernimmt mein Kollege. Ja, auch von meiner Seite guten Morgen. Ich würde Ihnen einiges zu den Hintergründen von sexualisierter Gewalt im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder sagen, zum vertieften Verständnis des Phänomens in diesem Bund. Zunächst mal zur Frage der Aufdeckung. Also es war nicht so, dass sexualisierte Gewalt nie aufgedeckt worden ist. Es ist auch darüber gesprochen worden. Es sind Eltern von ihren Kindern informiert worden. Das hatte aber nicht zur Konsequenz notwendigerweise, dass die sexualisierte Gewalt beendet worden ist. Die Eltern haben ihre Kinder aus dem Verband rausgenommen, haben ihre Kinder geschützt. Das hieß aber nicht, dass die anderen Kinder in den Stämmen geschützt waren. Wir haben das Phänomen beobachtet, dass Jungen eher sich an ihre Eltern gewandt haben, während wir einige sehr beeindruckende Beispiele haben, wie Mädchen gemeinsam versucht haben, sich gegen sexualisierte Gewalt in ihren jeweiligen Gruppen zur Wehr zu setzen, was teilweise von Erfolg gekrönt war, aber teilweise auch nichts an der Tatsache geändert hat, dass es weiterhin sexualisierte Gewalt in den Stämmen gab. Was hat Kinder daran gehindert, aufzudecken? Das eine ist die schon erwähnte Loyalität zur Pfadfindergruppe und die Angst der Kinder, dass sie nicht mehr dazugehören, was für viele Kinder eine hohe Bedeutung hatte. Auch die Angst insgesamt, dass der Pfadfinderstamm Schaden nehmen würde von dem Vorwurf in Bezug auf sexualisierte Gewalt, also der Stamm insgesamt aufgelöst werden könnte und dass eigentlich auch keine Unterstützungsangebote verfügbar waren, wo sich Kinder oder Jugendliche hinwenden hätten können, außer an ihre Eltern. Die Probleme, die der BDP hatte im Umgang mit sexualisierter Gewalt, haben sowas mit der Pfadfinderkultur zum Teil zu tun, also auch so zunächst mal die Selbstüberschätzung, also das Gefühl, wir können Einfluss nehmen, wir können auch Einfluss nehmen auf ältere, auf erwachsene Tatverdächtige, im Sinne von erzieherischen Maßnahmen, hier unter Anführungszeichen geschrieben, dass man zu Tatverdächtigen sagt, ihr dürft euch nicht mehr auf Lagern aufhalten oder ihr dürft euch nicht mehr in diesem Stamm aufhalten, in der naiven Meinung, dass man dadurch Kontrolle ausüben kann gegenüber den Tätern. Das andere, was uns auffällt, ist so eine Orientierung nach innen. Wir haben es so ein bisschen beschrieben als die Simulation von Verfahren, für die eigentlich andere Instanzen in der Gesellschaft zuständig sind. Also es wurde selber ermittelt, es wurden Stammessitzungen durchgeführt, es gibt eine eigene Gerichtsbarkeit. Also man versuchte innerhalb des Verbands Dinge zu lösen, die man sehr gut auch nach außen hätte geben können. Und da sieht man eben, dass eben die Ausschlussverfahren auch nur begrenzt, also ist ein Mittel gewesen, um mit dem Problem umzugehen, aber auch nur begrenzt wirksam. Letztendlich hat es in vielfältige Überforderungssituationen geführt. Aus der Grundhaltung heraus, für Pfadfinder ist kein Problem zu groß, wir können alle Probleme lösen. Auch die Annahme, das Problem der sexualisierten Gewalt ist zu lösen. Aber das hat eben zu Überforderungen geführt und die durfte man sich teilweise auch nicht eingestehen, weil das wieder ein Zeichen von Schwäche gewesen wäre. Wenn einem dann doch alles über den Kopf gewachsen ist, dann hat man eine Haltung eingenommen, dass man die Verantwortung verweigert hat, dass man lieber weggeschaut hat, als sich weiterhin mit diesem
komplexen Problem auseinanderzusetzen. Notgedrungen hat es dazu geführt, dass das für viele Täter, nicht für alle, aber für viele unzureichende Konsequenzen nach sich gezogen hat. Es gibt typische Formen der Kommunikation, die wir nachvollziehen konnten. Wenn viele Menschen in so einem Verband zusammenkommen, viel unterwegs sind, viele Netzwerke existieren, dann entstehen natürlich viele Gerüchte, weil man auch viel erzählt und viel wissen will. Und einerseits, wenn es Gerüchte über sexualisierte Gewalt gab, war man natürlich interessiert dran. Auf der anderen Seite wollte man aber auch nicht zu viel wissen, weil das mit einem bestimmten Ausmaß an Verantwortung verbunden gewesen wäre. Also insofern existieren vielfältige Mitwisserschaften, die auch Jahrzehnte später noch durchaus ihre Wirkung haben. Das andere ist doch wieder das Schweigen über sexualisierte Gewalt, weil der BDP eigentlich keine kommunikative Atmosphäre angeboten hat, wo man diese Dinge besprechen hätte können, wo es eigentlich ja, analog zur katholischen Kirche oder in anderen Feldern keine Sprache gab für sexualisierte Gewalt. Und was eigentlich überdauernd ist, sind Informationsdefizite. Da gibt es nach wie vor Leerstellen in Bezug auf die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt im BDP, weil es Konfliktlinien gibt, weil es Gruppenteile im Verband gibt, die Informationen auch absichtlich vorenthalten, die sich, wie die Kollegin schon gesagt hat, nicht an dem Projekt der Aufarbeitung des Verbandes beteiligen möchten. Wir haben anonyme Briefe bekommen. Wir haben Andeutungen bekommen, dass Menschen sehr viel wissen, aber nichts sagen wollen. Also da gibt es noch viel an Halbwissen, das innerhalb des Verbands repräsentiert ist und das zum Teil nach wie vor sozusagen noch gehoben werden müsste. Der Umgang mit Betroffenen, muss man ganz oben in der ersten Zeile sagen, der ist eigentlich schon von Ignoranz geprägt worden. Im Sinne von aus den Augen, aus dem Sinn, wenn Betroffene den Stamm verlassen haben, also wie ich vorhin gesagt habe, wenn Eltern ihre Kinder rausgenommen haben, dann war das für den Verband erledigt. Dann hat man sich nicht darum gekümmert, was braucht dieses Kind an Unterstützung, auch an Anerkennung dessen, was ihm passiert ist. Und dadurch entstand auch so ein Narrativ der Unsichtbarkeit Betroffener. Also das haben uns Interviewpartnerinnen erzählt, man hat das Gefühl gehabt über Jahrzehnte, dass es zwar Täter gab und Beschuldigte, aber dass man sich eigentlich keine Gedanken gemacht hat, was ist eigentlich mit den Betroffenen? Die sind eigentlich vom Verband alleingelassen worden. Ein spezielles Phänomen, das man, glaube ich, sehr explizit erwähnen muss, das hier vielleicht ein bisschen unterzugehen droht, aber das für diesen Verband sehr, sehr spezifisch ist, ist die Tatsache, dass sehr junge Menschen, zum Teil Jugendliche, in Verantwortungspositionen gekommen sind. Und damit sozusagen vor der Aufgabe standen, Fälle von sexualisierter Gewalt zu managen, irgendwie damit umzugehen. Zum Teil waren diese jungen Menschen selber von sexualisierter Gewalt betroffen. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, wie weit sind diese Personen auch im Nachhinein zur Verantwortung zu ziehen für die Versäumnisse, die sie damals hatten. Insofern gibt es hier einen großen Unterschied zu anderen Tatkontexten wie katholische Kirche oder andere Kontexte, wo es klare Hierarchien von Erwachsenen gibt, die ihrer Verantwortung nicht gerecht worden sind. Hier ist es anders. Hier waren die Menschen, die Verantwortung trugen, zum Teil sehr jung. Die Versäumnisse haben zur Vereinzelung Betroffener geführt. Der BDP hat wenig gemacht, um Betroffene miteinander in Verbindung zu bringen, was natürlich dauerhaft für die Bewältigung nicht gut war. Und die erwähnten administrativen Verfahren wie Ausschlussverfahren waren rein täterorientiert. Also man hat geschaut, wie kriegt man das Problem mit dem Täter in den Griff. Man hat sich aber auch da kaum darum gekümmert, was machen wir eigentlich mit den Betroffenen, welche Unterstützung brauchen die. Risikobedingungen ergaben sich aus der historischen Entwicklung. Jeder Pfadfinderverband hat ein Interesse daran, möglichst viele Mitglieder zu haben, auch in Konkurrenz zu den jeweils anderen. Und da war man zum Teil auch nicht so wählerisch, wen man eigentlich aufnimmt in den Verband. Ein Spezifikum ist die Altersstruktur. Sie sehen, es gibt ja diese Vorgabe, die sich der BDP selbst gibt, eigentlich die Haltung, Jugendliche machen die Jugendarbeit, also sehr junge Menschen. In jedem Stamm kann sich aber da das Problem ergeben, dass es einen Nachwuchsmangel gibt, dass niemand hinterherwächst, der diese Aufgabe übernimmt. Und dann gibt es eben Schwierigkeiten in der Generationenfolge und dann entsteht ein Vakuum, dann ist die Frage, wer übernimmt denn Verantwortung im Stamm?
Wie schon angedeutet, es gibt eine hohe Identifikation der Kinder und Jugendlichen mit ihren Stämmen zum Teil. Also die Zugehörigkeit zu einem Stamm hat eine sehr hohe Bedeutung und wir haben mehrfach die Metapher gehört von der zweiten Familie, von der Ersatzfamilie. Also eine hohe emotionale Bindung zu dem Stamm, was eben dazu führt, wenn man sexualisierte Gewalt benennt, dass die schnell den Charakter eines Verrats bekommt. Wir haben ganz klar Machtverhältnisse, die wir identifizieren können in den Stämmen. Es ist erstaunlich für Außenstehende, was für einen Kultstatus einzelne Pfadfinder zugeschrieben bekommen, einfach weil sie Dinge gut können, weil sie ein außerordentliches Charisma haben. Die Personen haben natürlich entsprechend auch eine hohe Macht. Dann das Problem der fehlenden Kontrolle. Die Grundidee von den Pfadfindern ist sehr oft mit dem Begriff der Freiheit beschrieben worden. Das hat natürlich eine hohe Qualität. Die Kehrseite ist, wenn man nicht mehr davon ausgeht, dass sich alle, die sich da zusammenfinden, gute Menschen sind, sondern dass andere das vielleicht für sich auch für Gewalt nutzen, dass diese Idee sehr schnell zusammenbricht und dass es dann ein externes Korrektiv braucht, das in vielen Fällen einfach nicht da ist. Wenn Täter in Bedrängnis kamen, was durchaus der Fall war, dann haben die genügend Parallelstrukturen vorgefunden, um weiter im Pfadfinderkontext tätig zu sein. Sie sind vielleicht aus dem Stamm rausgegangen, haben dann vielleicht aber eigene Stämme gegründet, haben die Taten in ihren Privatbereich verlegt oder sind in einem Förderverein angekommen, wie auch immer. Also es gibt viele Parallelstrukturen, die es den Tätern ermöglicht haben, sich relativ flexibel weiterhin im Pfadfinderkontext zu bewegen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn die Generationenfolge nicht klappt, dann entsteht ein Verantwortungsvakuum im Stamm und dann bleiben Personen, die sozusagen nicht natürlich rauswachsen, die bleiben im Stamm und erhalten da sehr mächtige Positionen. Sie werden unentbehrlich, sie haben zeitliche und materielle Ressourcen, die sie investieren. Die geben den anderen das Gefühl, dass sie immer mehr von ihnen abhängig sind. Und leiten dafür für sich und letztlich auch aus der Perspektive der anderen das Recht auf Anerkennung, aber auch das Recht auf sexuelle Handlungen in der Gruppe für sich ab. Eine andere Methode war die Sexualisierung von Gruppenatmosphären, dass viel über Sexualität gesprochen wurde, dass das in Spiele eingebaut wurde, um so eben Taten vorzubereiten. Die besonderen Machtpositionen kann man wahlweise sich aussuchen, den legendären Pfadfinderführer, den adretten Liebhaber, den väterlichen Freund oder den jung gebliebenen Pfadfinder. All das waren Täterrollen, die Täter für sich genutzt haben, um eben auch die Deutungsmacht für sich zu beanspruchen und klar zu sagen, das ist noch in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Und dadurch sind die Grenzen zwischen einvernehmlichen Beziehungen und manipulativen Vereinbarungen ziemlich verwischt worden. Das klingt jetzt alles, als wären es so mächtige, selbstgewisse Personen gewesen. Letztendlich haben wir ganz viele Hinweise bekommen, dass es eigentlich Menschen waren, die mit einer hohen emotionalen, sozialen und sexuellen Bedürftigkeit unterwegs waren. Die waren ständig auf der Suche, man kann es psychodynamisch ausdrücken, nach narzisstischer Zufuhr. Anders ausgedrückt, sie wollten halt angehimmelt werden und waren sehr darauf angewiesen, beliebt zu sein bei den Kindern und Jugendlichen. Wir haben zwei große Folgenkomplexe sexualisierter Gewalt im BDP identifiziert. Das eine sind überdauernde Schuldgefühle, sowohl bei Betroffenen, aber wie gesagt auch bei den jungen Menschen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht worden sind und Dinge nicht gesehen haben, Kinder und Jugendliche nicht geschützt haben. Diese Schuldgefühle, die haben sie auch über Jahre und Jahrzehnte. Das andere waren die Folgen für die Stämme. Es entstanden Krisen, wenn es zu Aufdeckungen gekommen ist. Dadurch kam es zu Konflikten innerhalb der Gruppen, weil sie einfach überfordert waren mit dem Thema, weil eben die Schuldgefühle entstanden sind und weil es zum Teil Loyalitäten zu Beschuldigten gab, während andere wollten, dass die Beschuldigten aus dem Stamm rauskommen. Also für die Stämme war das durchaus häufig existenzbedrohlich. Die Schwierigkeit im Jugendverband ist, dass man zwar eine Idee von Pädosexualität hat, dass viele auch berichtet haben, sie fanden das nicht gut, wenn sie da die Männer mit den Jungs sahen. Uns hatten durchaus viele beobachtet, hatten auch ein schlechtes Gefühl dabei, haben daraus aber nicht ihre Verantwortung für diese Kinder abgeleitet. Also wieder dieser täterorientierte Blick, das sind komische Typen, aber uns ist nicht klar, dass hier Kinder in Gefahr sind und dass man die schützen muss. Das andere spezifische Problem für den Jugendverband
ist, dass es kein Verständnis von sexualisierter Peergewalt gegeben hat. Dass man so ein bisschen die Haltung hat, zwischen Jugendlichen ist alles in Ordnung. Wir haben aber Bedingungen gesehen, die haben was mit Abhängigkeitsverhältnissen zu tun, mit Machtasymmetrien, mit Sexismus, mit Einsatz von Alkohol, um sexuelle Handlungen zu ermöglichen. Und dann doch wieder Altersunterschied, ne, dass 19-Jährige mit 15-Jährigen sexuelle Beziehungen hatten und wo ganz klar sind, das waren Machtverhältnisse und wo vielen Betroffenen das erst viele Jahre später klar geworden ist, dass das eigentlich sexuelle Ausbeutungsverhältnisse waren und nicht einfach nur Liebesbeziehung bei einem Pfadfinder. So, in aller Kürze noch ein paar Empfehlungen. Im Bericht sind wesentlich mehr, aber ich nehme ein paar wichtige heraus. Eine Empfehlung für die Prävention ist eine klare Vorgabe zur Altersstruktur, also dass man dann eben auch schaut, dass man solche Konstellationen verhindern, wo ältere Personen eine hohe Macht im Stamm haben, dass man dieses Ideal von Jugendliche machen Jugendarbeit tatsächlich verwirklicht, dass man eben ein klares Konzept hat, wie mit Stämmen, mit Nachwuchsproblemen umzugehen ist, wie man das Problem löst, dass man eine klare Position hat zum Verhältnis zwischen Pfadfinderaktivitäten einerseits und dem Privatleben andererseits. Wichtig ist, nicht nur sozusagen von einfachen Bildern von Kindesmissbrauch auszugehen, sondern sich klar zu sein, es gibt viele Konstellationen von sexualisierter Gewalt, also dass man zwischen pädosexuellen Tätern unterscheidet, sexualisierter Peergewalt und Sexualisierung von Gruppenatmosphären, das sind alles Tatkonstellationen, die man aber unterschiedlich begreifen und unterschiedlich behandeln muss. Eine klare Botschaft, es geht nicht auf Biegen und Brechen darum, dass der Stamm sozusagen existiert und weiterlebt, sondern es geht vor allem darum, dass die einzelnen Kinder und Jugendlichen sich da wohlfühlen. Und wenn sie das nicht tun, dann kann es im schlimmsten Fall auch dazu kommen, dass der Stamm nicht mehr weiter existieren kann. Die Prävention ist zwar wichtig, wenn der Verband als Ganzes sich dieses Thema annimmt, aber es ist wichtig eben, dass das in den einzelnen Gruppen ankommt. Eine Idee wäre, dass man sich einzelne Best-Practice-Erfahrungen anschaut und versucht, die systematisch auf andere Stämme zu übertragen. Zur pädagogischen Arbeit müsste man so Prinzipien oder Phänomene wie Selbstüberschätzung, übertriebene Machbarkeitsvorstellungen und Überforderungen problematisieren. Man müsste Kinder und Jugendliche durchaus ermuntern, dass sie auch Sozialisationsmilieus außerhalb der Pfadfinder haben. Also dass es auch noch ein Leben außerhalb der Pfadfinder gibt, auch um diese übertriebene Identifikation mit den eigenen Stämmen aufzuweichen. Und man müsste eben auch problematisieren, die Freiheit, das ist was Tolles, das ist wichtig, aber das bedarf bestimmter Bedingungen, dass die Freiheit tatsächlich auch gelebt werden kann und dass man eben auch Kontrollmechanismen mit einbaut. Noch zur Aufarbeitung wichtig ist, dass das Thema Dunkelfeld sexualisierter Gewalt für den BDP noch nicht gelöst ist und dass es eine bleibende Aufgabe sein wird, dieses Dunkelfeld zu erhellen. Wichtig ist, dass man konkret für Stämme eine Aufarbeitung auch macht, nicht nur als Verband des Ganzes, weil eben Stämme durchaus auch Aufarbeitungsbedarfe haben. Der Verband insgesamt müsste eine klare, vernehmbare Position gegenüber ehemaligen jungen Verantwortlichen einnehmen, die eben ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind, die aber zum Teil eben auch selbst betroffen waren. Also da braucht der BDP eine Position und kann die Studie sehr gut als Referenzrahmen nutzen, um diese für Aufdeckungsprozesse und Aufarbeitungsprozesse nutzbar zu machen. Die letzte Folie noch zum Fazit, um vielleicht die wesentlichen Ergebnisse nochmal zusammenzufassen, der Befund ist klar, erwachsene Mitglieder nutzen informelle und formale Machtpositionen zur Ausübung sexualisierter Gewalt. Es gibt ein großes Dunkelfeld in Bezug auf sexualisierte Peergewalt, die häufig erst viel später als solche erkannt worden ist. Die starke Identifikation mit der eigenen Gruppe, mit den eigenen Stämmen auf Seiten der Kinder und Jugendlichen verhinderte häufig die Aufdeckung. Man kann sagen, dass sehr viele junge Pfadfinder und Pfadfinderinnen mit dem Umgang mit sexualisierter Gewalt überfordert waren und dass sie an naiven Machbarkeitsvorstellungen gescheitert sind. Und man muss leider auch sagen, in der Gesamtschau, dass die Bedarfe der Betroffenen, zumindest was den Untersuchungszeitraum betrifft, in der Regel im Wesentlichen ignoriert wurden.
Und wir können aufgrund der Befunde eine Menge von Empfehlungen für die Prävention und für die Aufarbeitung im BDP ableiten. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir machen jetzt hier einen kleinen choreografischen Wechsel. Und dann wird Frau Ruhlig ein kurzes Statement zur Studie abgeben. Genau, super. Ja, guten Morgen. Ich bin reichlich nervös, aber ich denke, das ist auch natürlich. Mein Name ist Sophie Ruhlig und ich möchte zuallererst einmal Bezug nehmen auf die Pressekonferenz, die 2021 stattgefunden hat. Da hat Holger Specht eine ganz entscheidende Aussage getroffen, dass er die Betroffenen im Blick genommen hat. Und bei dieser Pressekonferenz war ein leerer Stuhl, wo da stand dann vorne Betroffene. Und das hat mich sehr angerührt, obwohl ich mich viel später erst dazu entschieden habe, auch meine Geschichte zu erzählen. Und dass ich im Rahmen dieser Studie oder auch, dass die Pfadfinder sich ihre eigenen Geschichte stellen, da habe ich große Achtung davor. Weil ich niemals gedacht hätte, dass ich nach heute rund 46 Jahren die Möglichkeit bekomme, über den Missbrauch, den ich durch meinen damaligen Pfadfinderführer über 2 Jahre erfahren habe, überhaupt mal ansprechen kann oder dass es einen Raum gibt, wo das angesprochen werden kann und auch entsprechend gehört wird. Und ich möchte hier auch gleich sagen, dass das nur mit Unterstützung meiner Familie, vorrangig meiner 85-jährigen Mutter und meiner Zwillingsschwester möglich war. Und das berührt mich auch immer wieder sehr. Zur Studie selber. Ist nochmal deutlich geworden und für mich auch erschreckend, in welcher Vielfalt sexueller Missbrauch in diesen Gruppen bei Pfadfindern möglich ist. Da habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich immer gedacht habe, ich bin ein Einzelschicksal und deswegen spricht man nicht drüber. Und das ist auch, sind auch Drohungen, die vom Täter während des sexuellen Missbrauchs immer wieder ausgesprochen wurden. Sprich da nicht drüber, dir glaubt sowieso niemand und du machst ja auch mit. Und ich war dann in Angst und hatte auch, ich wollte einfach dazugehören. Ich habe einfach durch die Pfadfinder auch, konnte ich einfach wild sein, konnte mich austoben, konnte mich ausprobieren, wurde nicht auf das Geschlecht reduziert und hatte so diesen Missbrauch überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich möchte an dieser Stelle auch Betroffenen, wobei für mich der Begriff Erfahrener viel treffender ist, der ist auch von Holger Specht. Wir sind Erfahrene, nicht Betroffene. Betroffene, da fühlt man sich klein. Wir sind Erfahrene, wir haben sexuellen Missbrauch erlebt. Und ich möchte hier sagen, dass oder auch Mut machen, zu sagen, zeigt euch oder sagt euch, sagt, was euch passiert ist und wenn es der beste Freund ist, weil nicht drüber sprechen bindet uns an den Täter und nimmt uns wertvolle Lebensenergie. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist nicht nur seelisch gemeint, sondern auch körperlich. Weil was mir nach dem Interview bei der EPP widerfahren ist, ich habe das erste Mal gespürt, dass meine Knochen aufatmen. Es war, gab eine richtige Aufrichtung und ich konnte fast gar nicht so schnell atmen, wie mir das möglich zuschien. Und diese Erfahrung war für mich so wertvoll und es ist der richtige Weg, sich sozusagen mitzuteilen. Und wenn es im Rahmen der Familie nicht möglich ist, wendet euch an Freunde oder Einrichtungen oder
Es wird ja jetzt auch eine Gruppe bei den Pfadfindern geben, die diesen Ort eröffnet, wo auch andere Pfadfindergruppen dabei sind. Nutzt das für euch und das ist der richtige Weg. Versucht euch frei zu machen von Schuld. Und wie war es möglich, dass der Pfadfinderführer über so eine lange Zeit überhaupt Missbrauch praktizieren konnte, kann ich nur bestätigen, was in der Studie auch gesagt wurde. Er hatte eine Hoheit. Und ich sag mal so, wir wussten alle, dass er irgendwie spooky ist oder das ein Stück weit vielleicht auch durchgeknallt, aber wir wurden zum Beispiel an Autos gebunden, dann ist er über einen Feldweg gefahren und wer nicht runtergefallen ist, war der König oder der Held. Oder wurden in den Kofferraum gesperrt und dann ist er extra wild Kurven gefahren und wer sich nicht in die Hosen gemacht hat, war auch wieder ein Held. Und so ist sozusagen das wachgehalten worden. Und das finde ich schon ziemlich krass nach wie vor. Also, aber was hat dazu geführt? Das ist eine Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Und meine Antwort ist, dass es hat 2 Jahre vorher einen Fall gegeben, da hat mich der Pfadfinderhund gebissen. Und der damalige Pfadfinderführer hat das notdürftig sozusagen behandelt oder verbunden. Und als mich abends dann meine Eltern abgeholt haben, den Blick meiner Mutter werde ich, glaube ich, nie vergessen. Die hatte Angst, dass ich das Augenlicht verloren habe und wollte diesen Vorfall zur Anzeige bringen. Und mein Vater hat damals gesagt, das machen wir nicht, du wirst doch nicht die Zukunft dieses jungen Menschen in Gefahr bringen wollen. Und das spiegelt sich eben auch in diesen Studien wieder. Und das ist so schlimm, wenn die eigene Familie sich sozusagen oder der eigene Vater der Täterschaft anschließt. Ja, ich habe total Herzklopfen, aber das ist auch okay, weil das, wie gesagt, mich nach wie vor sehr betroffen macht. Und ich möchte dem IPP auch danken, dass ich da ein offenes Ohr hatte. Es war vom ersten Moment an, wo ich mich entschieden habe, dieses Interview zu führen, bei dem auch meine Zwillingsschwester dabei war, für die es das erste Mal überhaupt auszusprechen, was ist da passiert. Und das auch selber zu hören, hat sie auch in Prozess gebracht und auch ihr offene Fragen beantwortet. Und das hat mir auch geholfen. Und es ist ein mutiger Schritt, aber letztendlich führt es euch zu euch selbst. Und das ist das Wichtige. Im Rahmen der, wie haben wir gesagt, Projektbegleitgruppe, genau, möchte ich sagen, da war es teilweise auch ein bisschen scharfkantig, aber wir haben das Ziel nicht aus den Augen verloren und das war dann eine große Offenheit und auch die Seite der Pfadfinder heute, mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie bemüht sie sind und mit welcher Ernsthaftigkeit sie hinter dieser Studie oder hinter dieser Aufklärung stehen, kann ich nur bestätigen und auch da sagen, dass es ist Zeit und bleibt dabei. Und ich hoffe, dass es mit dieser Studie nicht abgeschlossen ist, aber ich weiß auch, dass ja im März bereits ein bundesweites Treffen stattfinden wird, auch mit anderen Pfadfinderverbänden, wo Erfahrenen der Raum gegeben wird, sich einmal zu begegnen oder auch auszutauschen, was immer sich da zeigen mag. Und das finde ich eine sehr gute Weiterführung. Und vielleicht ist auch noch wichtig, dass ich mich im Rahmen der Projektgruppe oder Begleitgruppe auch bereit erklärt habe, Ansprechpartnerin zu sein für Erfahrene. Und das ist auch ein berührender Aspekt gewesen. Das wurde genutzt und auch dieses Gespräch unter Erfahrenen, die durchaus bestätigt haben, dass es gut tut, sich einfach mal mitzuteilen, aber auch teilweise eben nicht zum Interview geführt hat, weil
diese Bünde, in denen sie missbraucht wurden, weiterhin aktiv sind. Also zu glauben, dass es das nicht mehr gibt, ist eine Illusion. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Ja, gut. Ich glaube, das war es erst fürs Erste. Und ja, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank für diesen Kommentar und dieses persönliche Erleben. Dann bitte ich jetzt die Vertreterinnen vom BDP, ihren Kommentar, ihr Statement zur Studie zu geben. Alle gut verstehen können, ja doch, jetzt ist an, dass Sie uns alle gut verstehen können. Genau, wir sind hier als Vertreter des BDPs. Wir bilden zusammen mit einer weiteren Person den Bundesvorstand des BDPs und wir haben als BDP uns die Regel gegeben, dass wir Schwierigkeiten nicht ausweichen wollen. Deswegen wollen wir uns dieser Schwierigkeit nicht ausweichen. Wir wollen uns der Verantwortung stellen und haben deswegen auch für den heutigen Tag ein Statement vorbereitet, was wir ganz gerne verlesen wollen würden. Und ich würde damit einfach mal anfangen. Sehr geehrte Vertreterinnen der Presse, im Jahr 2016 hat die 43. Bundesversammlung des BDPs entschieden, dass der BDP den Umgang mit sexualisierter Gewalt in seiner Vergangenheit aufarbeiten wird. Danach wurden Strukturen und Prozesse etabliert, damit diese Aufarbeitung die Interessen der Betroffenen einbezieht und die aktuelle Arbeit des Bundes rückgebunden wird. Schnell wurde klar, dass es rein verbandsinterne Aufarbeitung für uns keine Option ist. Es musste deshalb ein unabhängiger, erfahrener externer Forschungspartner gefunden werden. Und nach einem längeren Kraftakt der Finanzierung haben wir einen entsprechenden Forschungspartner gefunden. Seit 2021 arbeiten wir mit dem Institut für Praxisforschung und Projektberatung München, dem IPP, einem unabhängigen wissenschaftlichen Institut, da an der Studie Wissenschaftliches Aufarbeiten des Umganges mit sexualisierter Gewalt im BDP von 1976 bis 2006. Mit der heutigen Vorstellung des Abschlussberichtes und dessen Veröffentlichung ist uns ein wichtiger Meilenstein bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im BDP gelungen. Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall an das IPP bzw. auch an den Forschungspartner, dem Institut Dissens. Vielen Dank auch für die Einladung entsprechend und dass wir hier auch die Möglichkeit haben, uns zu äußern. Im Abschlussbericht der Studie des IPP wird der BDP mit seinen Eigenheiten untersucht. Es finden sich Analysen zu Risikofaktoren und eine systematische Analyse der Versäumnisse des BDPs im Umgang mit der sexualisierten Gewalt, den davon Betroffenen und mit den Täterinnen und Tätern. Darüber hinaus wurde eine Reihe von Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Danke an der Stelle auch für die Handlungsempfehlungen. Die Studie zeichnet ein umfassendes Bild institutionellen Versagens im Umgang mit sexualisierter Gewalt im BDP in der Zeit von 1976 bis 2006. Wir sind erschüttert. An vielen Stellen ist es dem BDP in der Vergangenheit nicht gelungen, seine Mitglieder vor sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch zu schützen. Es wurde geschwiegen, es wurde weggesehen, Täterinnen und Täter wurden geschützt. Betroffene wurden nicht geglaubt. Betroffene und diejenigen, die sich mit ihnen solidarisierten, wurden systematisch isoliert und ignoriert. Zu lesen bzw. gerade auch zu hören, in wie vielen Fällen und an wie vielen Stellen der BDP die Pflicht versäumt hat, seine Mitglieder vor Gewalt zu schützen, ist schmerzhaft und macht uns unfassbar traurig. Schmerzhaft, weil wir aufgezeigt bekommen, dass oft genau die Dinge, die uns als Jugendverband abhebt, Sachen, die wir uns auf die Fahne schreiben, Sachen, die wir in unserer Jugend selber erlebt haben, mit denen wir wunderschöne Erinnerungen bzw. Gedanken teilen, für uns zwar was Gutes bedeutend, für viele betroffene Personen bzw. erfahrene Personen mit schwerem Schmerz bzw. Leid verbunden ist. Der BDP hat diese Gewalt leider mit möglich gemacht und hat es versäumt, an dieser Aufarbeitung bzw. Aufdeckung zu verhindern in den vergangenen Jahren.
dem wollen wir jetzt mit dieser Studie entgegenstellen, beziehungsweise mit der Zusammenarbeit mit dem IPP und der Forschungsgruppe Distanz. Das ist jetzt gerade schon angefangen. Wir sind all jenen vor allem dankbar, die sich dazu bereit erklärt haben, den BDP dabei zu unterstützen, besser zu werden, seine Mitglieder zu schützen, den Wissenschaftlerinnen des IPP, aber auch den Stammesführungen, den Landesvorständen, den Arbeitskreismitgliedern, die es schon gibt, die an unserer Präventionsarbeit arbeiten und auch allen anderen Mitgliedern des Verbands auf allen Ebenen, die sich seit 2016 dafür einsetzen, diese Aufarbeitung im BDP voranzubringen. Und allen voran sind wir natürlich auch den Menschen dankbar, die sich trotz der unsäglichen Erlebnisse, die in dem BDP widerfahren sind und vor denen wir sie nicht bewahren konnten, gemeldet haben, um ihre Geschichten zu erzählen. Das sind Geschichten, die von Gewalt und Missbrauch handeln, an jungen Erwachsenen, an Jugendlichen und auch an Kindern. Und es geht um vergebliche Versuche, sich Hilfe zu holen im BDP. Es geht um Täterinnen, die geschützt werden und Betroffenen, denen nicht geglaubt wurde, deren Leid nicht anerkannt wurde und die vergebens versucht haben, sich Gehör zu verschaffen. Bei all denen, die diese Kraft aufgebracht haben, sich zu melden, und auch bei allen anderen, die Leid erfahren haben und uns unbekannt sind, möchten wir von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten. Wir können diese Gewalt, die den Betroffenen im BDP widerfahren ist, nicht ungeschehen machen. Das müssen wir schmerzvoll anerkennen. Wir sind aber auch fest dazu entschlossen, uns unserer moralischen Verantwortung zu stellen. Wir werden erlittenes Unrecht weiter benennen und Wege des Umgangs mit Betroffenen suchen. Wir müssen fortgesetzt offen und öffentlich über sexualisierte Gewalt in der Vergangenheit des BDP sprechen und auch die, die aktuell noch passiert. Und wir wollen aus den Fehlern lernen, die wir gemacht haben, und dadurch unsere Präventionsarbeit stärken. Dieser erste Schritt in der Aufarbeitung ist mit dem Abschluss der Studie des IPP jetzt getan. Der Prozess ist damit aber noch lange nicht geschafft. Die Studie hat uns deutlich gemacht, dass wir davon ausgehen müssen, dass es noch ein sehr großes, unbeleuchtetes Dunkelfeld sexualisierter Gewalt in der Vergangenheit des BDP gibt, mit dem wir auch umgehen müssen. In der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten, durften wir in Gremiensitzungen schon einige Teile der Studie und Studienergebnisse mit Verantwortlichen besprechen. Vielen Dank an dieser Stelle den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die uns bei verschiedenen Ereignissen Zwischenergebnisse präsentiert haben. Eins war bei allen diesen Treffen gleich. Diejenigen, die davon von den Ergebnissen erfahren haben, so wie sie das IPP hier präsentiert hat, waren sprachlos, geschockt, als sie diese Ergebnisse gehört haben. Die Verantwortung, der wir uns jetzt gemeinsam stellen wollen, liegt schwer. Wir sind sicher, dass es eine Weile dauern wird, um zu begreifen zu können, an welchen Stellen, an wie vielen Stellen der BDP in der Vergangenheit eben versagt hat. Wir werden die nächsten Wochen und sicher auch Monate daran arbeiten, die Studienergebnisse im BDP zu verbreiten und dafür Sorge zu tragen, dass jedes BDP-Mitglied und jeder, der sich dafür interessiert, von dieser Studie und seinen Ergebnissen erfährt. Wir müssen dafür ins Gespräch auf allen Ebenen gehen, das heißt auf Bundesebene, auf den Landesebenen, in die Stämme hineingehen, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass die aktuell uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen und auch die anderen älteren Mitglieder eine sichere Umgebung haben. Das bedeutet, konkret neben der Überarbeitung unseres Schutzkonzeptes wird es eine Überarbeitung unserer pädagogischen Konzeption bedürfen, was eine große Herausforderung ist. Wir sind aufgerufen, durch die Studie viel zu reflektieren über Machtverhältnisse, unsere demokratischen Prozesse und über Anforderungen, die wir an unsere Gruppenführung und Ansprechpersonen stellen, Anforderungen an unsere Ausbildungsprozesse für Gruppenleitungen, für Stammesführung und für Vorstände. Wir müssen uns bewusst werden, dass wenn wir erfahrenengerecht mit Fällen sexualisierter Gewalt umgehen wollen, dass wir die Stämme in den Blick nehmen müssen, wir ihnen eine Handreichung geben müssen, wie man damit umgehen kann. Sowohl was die Vergangenheit als auch die Gegenwart und die Zukunft anbelangt. Hoffnungsvoll stimmt uns zu sehen, wie viele Jugendliche, junge Erwachsene und Mitglieder seit 2006 daran arbeiten,
durch Präventionsmaßnahmen in ihren Stämmen und im Landesverband, im ganzen Bund, den Bund zu einem besseren und sicheren Ort zu machen. Das stimmt uns hoffnungsvoll. Der Bedarf an Maßnahmen, die getroffen werden müssen, ist groß und kann von uns heute in seiner Gänze noch gar nicht ermessen werden. Wir sehen aber auch eine sehr große Chance in den Studienergebnissen. Wir werden dadurch sprachfähiger und wir wollen und müssen die uns dadurch gebotene Chance ergreifen. Wie schon gesagt, es wird eine Weile brauchen, eine Weile der Reflexion über unsere Strukturen. Das wird Durchhaltevermögen von uns erfordern und, so wie jetzt in der Studie, Expertise von außen. Wir müssen uns lösen von überkommenen Vorstellungen von Machbarkeit, so hat das IPP uns nahegelegt. An einigen Stellen werden wir viel Mut brauchen, uns dem Vergangenen zu stellen. Noch größer wird die Kraft sein, die wir aufbringen müssen, um selbstverständlich als positiv verankerte Kulturen anzugehen, in Frage zu stellen, Prinzipien, Prozesse und Strukturen ernsthaft aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, als wir das bisher getan haben. Und das gilt auch für die uns nahen Unterstützungsstrukturen, die wir sehen in Fördervereinen für Stämme und auch in der uns nahen Stiftung Pfadfinden. Abschließend möchte ich sagen, wir wollen uns diesen Schwierigkeiten stellen, wir wollen denen nicht ausweichen, wir wollen uns der Verantwortung stellen. Und wir sind immer noch davon überzeugt, dass uns das gelingen kann, den BDP zu einem sicheren Ort für alle seine Mitglieder zu machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie. Damit ist die Fragerunde eröffnet. Gibt es von Ihnen hier im Raum eine Frage? Bitte. Ja, vielen Dank für die Frage und auch vielen Dank für die einleitenden Worte von Ihnen. Genau, wir wollen uns der Verantwortung stellen. Wir wollen mit den Erfahrenen und beziehungsweise Betroffenen ins Gespräch gehen, sind gesprächsbereit und laden alle Personen entsprechend dazu ein, auf uns zuzukommen, beziehungsweise ihr Schicksal mit uns zu teilen. Genau, dementsprechend ja, laden wir die Person ein, mit uns ins Gespräch zu gehen, bezüglich finanziellen Sachen, da auch individuelle Lösungen zu finden, beziehungsweise betroffenen Gerechtigkeit herzustellen. Okay, danke schön. Wir dachten, wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die online zugeschaltet sind. Wir wechseln jetzt mal immer ab, einmal Präsenz, einmal online. Und Sebastian Mayer übernimmt die Online-Fragen. Also einige der Online-Fragen richten sich an den Bundesvorstand, aber auch an Experten im Team. Von daher würde ich vorschlagen, dass man vielleicht noch die vier Plätze, die vier Mikrofone ausnutzt. Gut, dann ist die erste Nachfrage vom Netz von Tobias Al-Schoma vom WDR.
Gab es im Zuge der Aufarbeitung Ausschlüsse von mutmaßlichen Tätern, insbesondere BDP-Leitern oder Funktionären? Es ist so, dass wir von Anfang an mit den WissenschaftlerInnen die Abmachung hatten, dass uns natürlich mitgeteilt wird, sollte es zu Meldungen kommen, die Menschen betreffen, die noch im BDP aktiv sind. Das ist in einzelnen Fällen auch passiert. Wir sind dann mit den Fällen so umgegangen, wie wir damit umgegangen wären, wenn das von Kontaktpersonen in der jetzigen Zeit, also in der jüngeren Vergangenheit, an uns herangetragen worden wäre. Dann war hier im Raum Frau Pache. Wurde sich teilweise nicht getraut, in Interviews zu gehen, weil immer noch Bande bestehen und Loyalitätskonflikte sind. Der Herr Kaspari hat gesagt, es gab auch innerhalb des Verbandes irgendwie Vorbehalte gegen die Studie. Und meine Frage wäre jetzt in die ähnliche Richtung gegangen. Gibt es Netzwerkstrukturen von Tätern im BDP und wie wird damit aktuell umgegangen? Also uns ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Netzwerk bekannt. Ich und wir gehen aber doch stark davon aus, dass es natürlich auch immer noch Menschen gibt, die vernetzt sein werden. Mit den Personen, von denen wir wissen, was ich gerade schon gesagt habe, werden wir so umgehen, wie das auch der Fall wäre, wenn in der jetzigen Zeit uns was gemeldet würde. Genau. Und dann ist es so, was Sie angesprochen hatten, dass es Vorbehalte natürlich gab, sich beim IPP zu melden und dieses Aufarbeitungsprojekt ja, zu begleiten oder zu unterstützen. Davon wissen wir auch. Da werden wir auch schauen müssen, wie wir in Zukunft weitermachen. Es gibt jetzt gerade schon aktuell Ideen in einzelnen Landesverbänden, nochmal auch gezielter aufzuarbeiten, um genau solche Leute abzuholen, die vielleicht Vorbehalte hatten oder das Gefühl hatten, dass der BDP nicht oder das IPP vielleicht auch nicht neutral genug ist, um diese Studie anzufertigen. Und dann ist es aber auch, glaube ich, so, dass wir in manchen Bundesländern und Landesverbänden schlechter vernetzt sind von der Bundesebene in den Landesverband hinein und deswegen einfach auch der Aufruf zum Beispiel nicht in allen Landesverbänden gleich viele Menschen erreicht hat, sodass da vielleicht auch einfach die Chance noch nicht da war, davon zu wissen, dass es diese Option gegeben hat, sich zu melden. Und dann müssen wir jetzt dann auch in der Zukunft daran arbeiten, dass es weiterhin eine Anlaufstelle gibt für genau diese Menschen, die bislang nicht die Chance hatten. Frau Rulix. Was zu sagen auch. Ich habe ja mal Mikro, genau. Ja, dass die Novizität ist nach wie vor da. Ja, das ist in meinem Fall ein wichtiger Aspekt auch für mich gewesen, so schlimm wie es klingt. Aber der Täter, der sich an mir vergangen hat, ist vor rund 11 Jahren gestorben. Und sonst wäre das für mich nochmal eine ganz andere Ausgangssituation gewesen. Also danke für den Hinweis, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Es klingt schlimm, aber es ist so. Gut, dann eine Frage aus dem Netz. Daniel Staffen-Quandt von IPD. Sind unter den ermittelnden Fällen auch solche, die noch justiziabel sind, weil nicht verjährt und die Strafverfolgungsbehörden gemeldet wurden? Eine Nachfrage dazu. Hat sich der BDP bereits Gedanken über eine mögliche finanzielle Anerkennung des erfahrenen Leids gemacht? Also es ist ja so, dass wir, weil alle Menschen, die sich gemeldet haben, anonym geblieben sind, keine neuen TäterInnen oder auch Betroffene genannt bekommen haben, von denen wir nicht schon wussten. Insofern ist es uns nicht möglich, in Fällen vielleicht Strafanzeige zu stellen, wo das noch möglich wäre. Und mir ist es aber auch wichtig, an der Stelle zu betonen, dass der Prozess einer Strafanzeige in dem Kontext von sexualisierter Gewalt sehr belastender Prozess ist für Betroffene und natürlich auch für ihr Umfeld. Und das ist ein Schritt, der sehr, sehr viel Kraft braucht. Deswegen würde ich mir nicht anmaßen, persönlich, aber auch wir als BDP, eine Strafanzeige zu stellen, ohne dass betroffene Personen oder erfahrene Personen das wollen. Wir würden aber natürlich unterstützen, sollten jetzt Leute auf uns zukommen, die ein Interesse daran haben, da auch gerichtlich gegen vorzugehen im Nachgang. Und genau, die Frage mit der Anerkennung finanzieller Art. Ich weiß nicht, Dustin, möchtest du dazu nochmal dazu sagen? Genau, die haben wir ja gerade schon entsprechend geantwortet. Betroffenheit oder Betroffenengerechtigkeit steht für uns an erster Stelle. Wir haben Fehler gemacht, es wurde viel versäumt, es wurde viel weggeguckt.
wir wollen jetzt nicht weggucken, wir wollen die Betroffenen unterstützen, den Betroffenen bzw. Erfahrenen den Raum geben. Und wenn wir denen entsprechend auch finanzieller Art helfen, das entsprechend für ihr Recht einzustehen, dann ist das natürlich auch ein Schritt, den wir gerne mit den Personen gehen wollen. Dankeschön, bitte. Die Kinder, die in den Bund der Pfadfinder kommen, sind teilweise sehr jung, 6, 7 Jahre alt ungefähr. Wie stellt ihr euch die Kommunikation vor mit beispielsweise Eltern, aber auch eben Kindern in diesem Alter, die zum Beispiel neu in den BDP kommen? Vor ein paar Tagen oder genauer zu sein, ungefähr 1,5 Wochen, schon an alle unsere Stammesführungen, also die Ortsgruppenvorstände, Informationen gesendet haben. Da ist unter anderem auch unsere Einschätzung zu den Studienergebnissen drin. Es ist aber auch ein Elternbrief mit in dem Infopaket, sage ich mal, gewesen und auch eine sehr knappe Zusammenfassung der Ergebnisse, die uns zu dem Zeitpunkt schon vorlagen. Das war ein bisschen der erste Schritt, die Inhalte auch in den Verband zu tragen oder auf die unteren Ebenen zu tragen. Und dann wird es ein Prozess sein, in dem wir vor allem mit den Landesvorständen in Kommunikation treten müssen, da die natürlich einen engeren Kontakt in die Stämme haben. Und was die Kinder und Jugendlichen konkret angeht, oder vor allem die sehr jungen Mitglieder, wird es wahrscheinlich natürlich nicht dazu kommen, dass wir ihnen jetzt diese 400 Seiten in Gänze irgendwie nahebringen können. Da geht es dann vor allem darum, einfach Präventionsmaßnahmen zu schaffen, die Leute zu sensibilisieren und denen vor allem beizubringen und mit sehr viel Nachdruck auch zu sagen, dass sie für ihre Grenzen einstehen dürfen und wer ansprechbar ist, sollten sie eine Ansprechperson brauchen. Okay, danke schön. Es gibt eine Nachfrage online, eine Online-Nachfrage von Jonas Limbrock. Auch in anderen großen Pfadfinderverbänden, VCP und DPSG, laufen aktuelle Aufarbeitungsstudien. Gibt es aus Ihrer Studie Erkenntnisse oder Hinweise, die für die anderen Verbände oder Studien wertvoll sind? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wichtig ist anzumerken, dass jeder Pfadfinderverband eine eigene Kultur darstellt. Insofern muss man sehr vorsichtig sein, die Ergebnisse, die wir hier herausgefunden haben beim BDP, einfach zu übertragen. Insofern ist ja der Sinn der jeweiligen Aufarbeitungsprozesse dann auch im VCP und DPSG, Spezifika herauszufinden, was ist genau in diesem Verband, wo liegen da die Risikofaktoren und was ist da dann für die Prävention herauszuarbeiten. Also was wir gelernt haben, ist, dass Pfadfinder nicht gleich Pfadfinder sind, sondern dass jeder eigene Verband eine eigene Kultur darstellt. Allein zum Beispiel deswegen, dass es konfessionell gebundene Gruppen gibt und wie dem BDP, der überkonfessionell ist und eine andere Geschichte auch hat. Insofern muss man, glaube ich, einfach in den nächsten Jahren beobachten, wo sind Spezifika der einzelnen Bünde und wo gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. Und es ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass die eigenen Bünde ja auch in Kommunikation miteinander sind und auch voneinander lernen. Gibt es hier im Raum noch eine Frage? Ja, bitte. Zu den Tätermotiven oder Bildern eher. Es wurden ja 2 exemplarische Täter vorgestellt, die ja eher Leute in Gruppenleitungspositionen waren. Ja. Und es wurde aber auch angerissen, dass es auch im Gruppenkontext unter den Kindern, so habe ich das jedenfalls verstanden, also Peergewalt auch gibt und das oft unterschätzt wird. Und mich würde interessieren, inwiefern sich die Studie auch damit beschäftigt hat und wie viel da aufgedeckt wurde. Also Peergewalt muss man schon auch sehen in diesem Leitungsverhältnis. Also man muss sozusagen immer mitdenken, dass die Gruppenleitungen zum Teil 15, 16 Jahre alt waren und die dann eben auch Jüngere sexuell ausgebeutet haben oder fast Gleichaltrige. Aber einfach klar ausgenutzt haben, sie sind die Leitungen und
haben sich da so ihre Machtbereiche geschaffen und haben das dann auch zur sexuellen Ausbeutung genutzt. Also das ist sexuelle Peergewalt. Wenn sozusagen junge Gruppenleitungen mit jungen Gruppenmitgliedern sexuelle Beziehungen eingegangen sind. Natürlich nicht in jedem Fall. Ne? Also das ist eben die Kunst quasi, das wird auch die Präventionsaufgabe für den BDP bleiben, zu unterscheiden, wo werden Machtverhältnisse ausgenutzt und wo sind Beziehungen natürlich völlig einvernehmlich. Aber wir haben den Begriff sexualisierte Peergewalt schon auch hauptsächlich angelegt auf dieses Gruppenleiter-Gruppenmitglied-Verhältnis. Dass sich jetzt nicht damit beschäftigt, inwiefern vielleicht auch damit haben wir uns schon auch beschäftigt, aber das sind eher nicht die Fallkonstellationen, also von der Menge her nicht die Fallkonstellationen, die jetzt in den Fokus gekommen sind. Aber es ist auch wichtig, da einen Blick drauf zu haben, weil genau das auch möglich ist und weil das die Aufgabe der Gruppenleitungen ist, genau das zu unterbinden. Gut, danke schön. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Netz. Von Oliver Baum, Posteo. Die Gruppen oder Stämme, von denen in der Pressekonferenz die Rede ist, waren Mitglieder in einem Verband, dem BDP. Wie haben sich die jeweiligen BDP-Bundesvorstände verhalten, wenn sie von Missbrauchsvorfällen erfahren haben? Welche Schuld an Missbräuchen trägt gegebenenfalls der Verband? Natürlich trägt der Verband bzw. auch der Bundesvorstand entsprechend die Verantwortung für die Sicherheit der Mitglieder. Wie die Studie herausgearbeitet hat, kam es nicht nur auf Bundesebene, sondern auf allen Ebenen des BDPs leider zu einem Versagen, zu einem Weggucken, zu einem Wegducken. Deshalb glaube ich schon, oder sind wir als BDP sicher, dass wir diese Verantwortung haben, dem Ganzen zu stellen, dem Ganzen aufzuarbeiten und Betroffenen Gerechtigkeit herzustellen. Aber vielleicht ist schon wichtig zu ergänzen, dass wir natürlich klare Indizien, Hinweise haben, dass in den 70er, 80er Jahren Bundesvorstände ganz konkret Kenntnis auch hatten von Fällen und von Beschuldigten und dass das nicht in der erforderlichen Weise Maßnahmen ergriffen worden sind, um nachhaltig den Schutz für Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. Also diese Versäumnisse, die waren sozusagen nicht nur auf Stammesebene, sondern die gingen natürlich ganz hoch auch auf Bundesebene. Ich würde auch gerne was zu sagen. Die Geschichte arbeitet natürlich und es ist, ich also einmal auch, wie kann man Kinder dazu bringen, sich zu öffnen. Ich für meinen Fall hatte gedacht, dass der Missbrauch viel früher stattgefunden hat und kann mich nur an das Jahr erinnern, weil in dem Jahr der Stamm in ein Pfadfinderhaus umgezogen ist und war selber erschrocken, dass ich da 11 Jahre alt war. Ich hätte gedacht, das war mit 7, 8. Also es ist auch wichtig, dass lassen wir mal das Wort Trauma auch fallen, unter Trauma-Aspekten vielleicht auch zu sehen, dass das einfach nicht präsent ist. Des Weiteren ist es so, dass ich auch einen Fall erinnere, wo der Missbrauch stattgefunden hat, die Pfadfindergruppe zurückkam und mir sich bis heute nicht erklärt, dass diejenige, die mit der Gruppe zurück ins Pfadfinderheim gekommen ist, das nie angesprochen hat. Also wie es möglich war, überhaupt diese Situation zu negieren, weil die war so eindeutig. Und insofern trifft das auf das, was hier auch schon gesagt wurde, dass es auch Mittäter gibt, die nicht drüber sprechen. Die Verantwortung, genau. Gibt es noch eine Frage von hier aus dem Raum? Sonst hätten wir noch eine aus dem Netz. Und dann würden wir auch allmählich zum Schluss kommen. Eine Nachfrage von Tobias Alschomer vom WDR. Es geht nochmal um die Aussage zu den mutmaßlichen Tätern. Werden Sie mutmaßliche, noch im BDP aktive Täter ausschließen? Sind mutmaßliche, noch im BDP aktive Täter ausgeschlossen worden? Das zielt ja auf die Fragen vorab oder zahlt er auch schon ein. Wie
gerade schon gesagt wurde, wenn wir jetzt erfahren, dass Personen entsprechend noch im BDP aktiv sind, gehen wir mit genau den gleichen Abläufen vor, wie als wenn es ein aktueller Fall wäre. Und ja, es kam auch zu Ausschlüssen aufgrund von der Studie, beziehungsweise wenn jetzt Punkte hochkommen, werden wir natürlich auch diese Fälle aufarbeiten und entsprechend auch mit Ausschlüssen bzw. mit betroffenen Gerechtigkeit dagegen vorgehen. Ich habe noch eine Frage an Herrn Kastner. Es gibt ja innerhalb des BDP den Arbeitskreis Intakt, der sich schon seit 2001 sozusagen intern auch auseinandersetzt mit eben solchen Fragen. Inwiefern unterscheidet sich auch aufgrund dieser Tatsache die Arbeit im Kontext des BDPs mit anderen ähnlichen Aufarbeitungsarbeiten, die Sie beide in anderen Institutionen begleitet haben, wo vielleicht solche internen Strukturen noch nicht existieren? Ein bisschen, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Die Theorie ist sozusagen dadurch, dass es diesen Arbeitskreis Intakt gibt, dass ein anderes Aufarbeitungsklima ist als in anderen Institutionen. Okay, ich habe es mal für mich übersetzt. Ja, durchaus. Ja. Also das sieht man schon. Ich glaube, es ist tatsächlich auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass der BDP da schon eine Menge Mut gezeigt hat als Jugendverband, hier mit diesem Projekt an die Öffentlichkeit zu gehen, weil natürlich immer das Risiko ist zu sagen, es ist in einem Jugendverband, der natürlich idealisierte Vorstellungen weckt, gibt es auch sexualisierte Gewalt. Das ist eine Botschaft, die jetzt der Verband sozusagen nach außen geben muss. Und das beinhaltet gewisse Risiken. Aber genau diese Offenheit hat diesen Prozess ermöglicht. Und das war, finde ich, schon spürbar, dass der Verband, so wie er hier repräsentiert ist, ich würde sagen, ein uneingeschränktes Interesse daran hatte, diese Fragestellung, die am Anfang formuliert worden ist, tatsächlich auch bearbeitet zu wissen. Und wir können nur sagen, in der Zusammenarbeit mit dem Verband haben wir an keiner Stelle den Eindruck gewonnen, dass jetzt der Verband irgendwie versucht, da wächst uns jetzt was über den Kopf, das würden wir gerne irgendwie kleiner halten. Also diese Aspekte, die haben wir nicht gesehen. Es war eine gute Kooperation. So. Gut. Noch eine Frage aus dem Netz. Frau Antonia Rössler fragt, gab es auch TäterInnen, die sich auf den Aufruf hingemeldet haben oder waren es ausschließlich Betroffene? Und dazu noch, können aus den Ergebnissen der Studie noch Konsequenzen für die TäterInnen gezogen werden? Es haben sich keine TäterInnen gemeldet zum Interview. Konsequenzen für den Umgang mit TäterInnen haben wir ja auch schon benannt in der Präsentation, denke ich. Das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe, zu überlegen, wie mit TäterInnen umzugehen ist. Vor allem für Dienstvollen aus der Vergangenheit. Noch eine Frage. Als Schoma vom WDR. Es gab wenige bis keine Meldungen zu Nordrhein-Westfalen. Bedeutet das, dass es keine Fälle sexuellen Missbrauchs in NRW gibt oder bekannt wurde? Ergänzend, wir wissen von mindestens einem Betroffenen aus NRW, der sexuell missbraucht wurde und von mehreren weiteren Opfern berichtet. Damit ist die Frage ja eigentlich beantwortet. Ich glaube, also das kann man ganz klar sagen. Ich hatte gehofft, das wäre deutlich geworden in der Präsentation. Ja, die Bundesländer, die wir benannt haben, aus denen wir keine Meldungen bekommen haben, sind natürlich nicht Bundesländer, in denen damit auch klar ist, dass da keine sexualisierte Gewalt passiert ist. Es ist ein Dunkelfeld. Diese Bundesländer bleiben im Dunkeln.
Vielleicht muss man schon präzisieren, die auf dieser Folie unten angeführten Bundesländer waren zum Teil welche, wo wir keine bekommen haben und zum Teil welche, wo wir wenige bekommen haben. Insofern gibt es keine Widersprüche zu der Information vom WDR. Eine Frage noch und dann würde ich sagen, wir kommen zum Schluss. Eine letzte Frage, die gerade im YouTube-Chat steht. Wie wird man denn aktuell mit mutmaßlichen Tätern umgegangen? Der Verweis wurde öfters genannt, aber nicht erläutert. Ich finde die Frage ein bisschen schwer zu beantworten, eben weil wir von den TäterInnen, die noch aufgekommen sind im Rahmen dieser wissenschaftlichen Aufarbeitung, keine Namen kennen und deswegen schlecht damit umgehen können. Die Täter, die uns schon bekannt waren, sind teilweise schon verstorben. Da liegt es jetzt an uns, mit den Stämmen aber natürlich umzugehen, weil das in dem System ja auch einfach einen Konflikt hervorgerufen hat und das, Herr Vogelik hat es gerade vorhin schon gesagt, man kann fast sagen, es ist ein vererbtes Trauma, was natürlich auch die Gruppe irgendwie ein Stück weit mitbetrifft. Womit umgegangen wird, da sind wir auch gerade schon in einzelnen Fällen dabei, mit Stammesführungen, aber auch Stammesräten in Kontakt zu stehen und zu gucken, was brauchen die vielleicht für Workshops, Schulungen, noch Unterstützung auch von extern, um damit als Gruppe gut umgehen zu können. Genau. Vielen Dank. Also eine große Aufgabe an Aufarbeitung und bleibt weiterhin im BDP. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Damit ist die Pressekonferenz beendet. Und vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Kommentare.